bin gestern in eine Diskussion über Nancy Faeser geraten und da ist etwas passiert, was mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Im Nachhinein kann einen nichts überraschen, schon gut. Was ich aber in gewisser Weise irgendwie typisch finde für eine spezielle Haltung oder Einstellung. Also wie gesagt, es ging um Nancy Faeser und was da passiert ist, es war eine schriftliche Diskussion auf Facebook. Was da passiert ist, war, dass in einer sehr, sehr, sehr hermetischen und engen Blase nicht diskutiert wurde, sondern sich gegenseitig bestätigt. Und ich habe jetzt mich da hinreißen lassen, halt, dass ich mal eine Anmerkung mache. Ich sage ich gleich dazu, ist wahrscheinlich ja bekannt, ich halte Nancy Faeser für sehr, sehr gefährlich. Und zwar einerseits wegen der Dinge, die sie denkt und die sie will, wobei mir das Denken egal ist, wenn sie es nicht in aktives Handeln umsetzt, aber wegen der Dinge, die sie will und die sie tut. Und ich halte sie dann nochmal für noch gefährlicher, weil sie das aus einer sehr, sehr mächtigen Position heraus tut. Eine Position, die eigentlich gar nicht so mächtig gedacht ist. Sie sollte ja eigentlich ein Angestellter des Souveräns, also der Bevölkerung von Deutschland sein und nicht gegen diese Bevölkerung vorgehen, und die unterdrücken, Maßregeln überwachen, kontrollieren, Vorschriften machen, sondern sie sollte sich eigentlich für deren Rechte einsetzen und dabei natürlich besonders für Rechte, die stark unterdrückt werden, gesellschaftlich. Aber nicht nur dafür, sondern im Grunde für alle. Sie tut das Gegenteil davon und wie gesagt, das halte ich für gefährlich. Und das wollte ich da in die Diskussion einbringen. Aber ich war mit dem Satz, den ich da schreiben wollte und im Kopf hatte, war ich noch nicht mal ganz fertig. Da war ich schon gelöscht und blockiert. Zack, konnte einfach nicht mehr weiterschreiben. Es hat geheißen, die Diskussion existiert nicht und ich war da raus. Das ist etwas, was nicht nur in politischen Diskussionen in letzter Zeit gerne passiert, sondern eigentlich bei so gut wie jedem brisanten Thema oder Thema, das jemand für brisant erklärt oder dazu ernennt. Da passiert sowas immer wieder und regelmäßig. Und irgendwie hat das alles vage oder lose mit dem Begriff Woke zu tun. Es ist, heißt dann Woke, wenn man darauf achtet, was einer sagt und den sofort von der Diskussion ausschließt, wenn er falsche Wörter sagt oder halt einen Gedanken äußert, der in diese Blase nicht hineinpasst. Da muss man vielleicht mal kurz erklären, was Woke eigentlich heißt. Er sagt vielleicht das Wort schon ein bisschen so wach sein, also wachsam vielleicht auch. Heute sagt man mit dem Modewort eher achtsam. Also darauf achten, was passiert in der Umgebung um einen herum. Kommt ursprünglich aus der Black Community, den Schwarzen in den USA. Und galt vor allem untereinander, weil die Aufmerksamkeit oder dieses Wachsamsein halt speziell dem Thema Diskriminierungen galt. Also da braucht man gar nicht drüber diskutieren, dass Schwarze in den USA diskriminiert wurden und nach wie vor werden. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt noch so schlimm ist wie 1960 oder 1940 oder 1890. Ich denke, da wird man sich einigen und sagen, nee, ist es nicht. Aber Diskriminierung ist nach wie vor vorhanden und die schlägt sich heute im Alltag nieder. Vor 60, 70 Jahren zum Beispiel gab es halt dann unterschiedliche Wasserhähne für Schwarze und Weiße oder spezielle Plätze im Bus, wo Schwarze nicht sitzen durften und so. Das ist alles Geschichte und denke auch weitgehend bekannt. Es gibt dann natürlich auch andere Bevölkerungsgruppen, die diskriminiert werden oder werden könnten. Fällt mir jetzt ein, zum Beispiel Transsexuelle. Und es ist manchmal was, was man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht so richtig merkt. Ich kann mich erinnern, dass eine Freundin von mir, das ist schon über 20 Jahre her, die damals transsexuell war, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausdrückt, also sie ist jetzt eine Frau und damals war sie gerade in der Phase mit Operationen und den Geschichten und hat sich halt ehrenamtlich sehr für die Rechte von Transsexuellen eingesetzt und ist dafür, glaube ich, von der Stadt München oder Freistaat Bayern ausgezeichnet worden für soziales Engagement. Und dann kam der Ministerpräsident, damals Edmund Stoiber, und hat dann erfahren, was sie so macht und hat ihr dann spontan einfach nicht die Hand gegeben. Das war vielleicht ein Lapsus oder er hat vielleicht im Moment nicht aufgepasst, aber das ist ein Zeichen von Diskriminierung. Und ähnliche Dinge gibt es halt auch bei den Schwarzen in den USA immer noch, wobei man da natürlich manchmal auch darauf achten muss, ob solche Probleme nicht vielleicht andere Ursachen haben, wenn es dann zum Beispiel heißt oder was auch Tatsache ist, dass der Anteil der schwarzen Bevölkerung an Gefängnisinsassen
wesentlich höher ist als der Anteil von der schwarzen Bevölkerung in der Bevölkerung an sich. Das heißt, hier könnte man auch ein Diskriminierungssignal sehen und könnte halt sagen, ja, Schwarze werden halt eher eingesperrt. Oder man könnte rassistisch argumentieren und sagen, ja, das sind halt eher Verbrecher. Aber es gibt dann hierfür natürlich auch wieder Signale, die man beachten muss. Also Barack Obama zum Beispiel ist sicherlich ein Man of Color und trotzdem wird er für seine Verbrechen nicht verfolgt. Genauso wenig wie Bill Gates und oder Bill Clinton oder wer auch immer. Also hier liegt es vielleicht nicht an der Hautfarbe, sondern eher vielleicht an der sozialen Stratifikation oder wie man das nennt. Aber das sind alles Themen, die man diskutieren kann. Das Problem mit diesem Woke-Sein und auf solche Signale der Diskriminierung achten ist aber jetzt, wenn die Diskriminierung irgendwo nicht vorhanden ist oder mit der Zeit zurückgeht graduell und dann vielleicht sogar irgendwann verschwindet, dann bleibt die Aufmerksamkeit aber trotzdem da, weil das unter Umständen so eine Art von Sucht werden kann. Und dann landet man letztlich bei irgendwelchen Mikroaggressionen, dass man dann irgendwie sagt, ah, der hat gerade einen ganz eigenartigen Blick geworfen und dafür muss er jetzt zur Rede gestellt oder aus oder bestraft oder ausgegrenzt oder sowas werden. Also das kann sich verselbstständigen und dann in einen Fanatismus führen. Und Ähnliches passiert vielleicht auch dann bei solchen Diskussionen, wo es um politische oder gesellschaftliche Themen geht, wo man dann sagt, ich höre da so einen Unterton raus oder der hat ein Wort benutzt, das man nicht benutzen darf. Und deshalb muss sofort der Kontakt abgebrochen werden. Es führt letztlich dann dazu, jetzt zum Beispiel bei der Sprache, dass man halt sagt, gut, wir haben jetzt einen Wortschatz von 100.000 Wörtern und wir legen jetzt mal fest, welche Wörter man nicht mehr sagen darf, weil man damit jemanden diskriminiert. Dann werden das aber immer mehr automatisch, weil die Suche ja immer weitergeht. Die hört ja dann nicht auf, wenn man mal sagt, so, jetzt haben wir alle Wörter erwischt, sondern man findet immer wieder ein neues, wo irgendwas drinsteckt, was ein Diskriminierungssignal sein könnte. In letzter Konsequenz führt es dann dazu, dass man nur noch festlegt, welche Wörter man überhaupt noch sagen darf. Und es sind dann extrem wenig. Und in manchen von diesen Blasen, die sich für woke halten oder als woke bezeichnen, ist dieser Punkt erreicht oder vielleicht schon überschritten. Es gibt auch in ganz anderer Hinsicht, treibt diese komische, ja, ich sage jetzt mal polemisch-psychische Störung ihr Unwesen. Mir ist zum Beispiel auch passiert während dieser Corona-Kampagne, dass ein ehemaliger Kollege zu mir gesagt hat, mit dir kann ich nicht mehr auf eine Bühne gehen, weil du dich drüber lustig machst, wenn Menschen im Hochsommer bei 35 Grad draußen beim Spazierengehen einen Staubfilter vorm Gesicht tragen. Deswegen kann man mit dir nicht mehr sprechen und ich will auch nicht mit dir gesehen werden und gemeinsam irgendwas machen. Das wäre mir jetzt umgekehrt nie eingefallen. Natürlich finde ich das Verhalten von dem idiotisch und bizarr und auch ein bisschen wahnsinnig und außerdem entwürdigend und gefährlich auch ab einem bestimmten Punkt, weil es kann ja Menschen dann auch sehr schaden, wenn man sich so verhält. Aber ich wäre trotzdem nie auf die Idee gekommen, dass ich jetzt mit dem nimmer auf der Bühne gehe oder nicht mehr spreche oder irgendwas. Kann jetzt sein, dass ich da vielleicht ein bisschen extrem bin, aber jetzt sind wir natürlich, und da ging es auch in der Diskussion, die dann abgebrochen wurde, drum, wieder mal bei diesem Thema links, rechts oder irgendwie gegen rechts sein und gegen rechts kämpfen. Ich halte es für durchaus möglich, dass ich zum Beispiel Jürgen Elsässer, wenn ich mit ihm reden täte, sehr unsympathisch fände und da ich habe vielleicht sogar aus der Ferne jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, also irgendwas gefällt mir an dem nicht. Es würde mich aber niemals davon abhalten, dass ich jetzt sage, wenn der sagt, so Herr Seiler, jetzt setzen wir uns mal an den Tisch und diskutieren mal über etwas, dann würde ich jederzeit natürlich sagen, ja gerne, machen wir. Und es kann dann gut sein, dass es bei einer einzigen Diskussion bleibt und ich dann sage, na, da habe ich jetzt nicht mehr so Bock und auch keine Zeit für so sinnlose Diskussionen. Aber natürlich würde ich es erstmal tun und zwar dann, durchaus im alten Sinne woke. Also ich würde schon sehr genau darauf achten, was sagt der eigentlich und was könnte er damit meinen. Und ich würde vielleicht sogar auf den Sprachgebrauch achten. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich da bei Facer so streng bin, wenn Leute mächtig sind. Da lege ich natürlich jedes Wort auf die Goldwaage. Wenn irgendein Typ im Biergarten irgendwas sagt, ist mir es weitgehend wurscht. Aber jetzt noch einen Schritt weiter. Ich täte natürlich mich auch jederzeit mit Nancy Faeser an den Tisch hocken und sagen, können wir mal politisch diskutieren. Kann sein, dass die Diskussion unangenehm ist und dass sie vielleicht sogar irgendwann abgebrochen wird, unter ganz strengen Umständen vielleicht sogar von mir. Aber erst einmal muss ich das tun. Und ich kann nicht behaupten, ich bin woke oder ich bin aufmerksam oder ich bin kritisch oder ich setze mich gegen rechts Extremismus ein, wenn ich dann sage, das heißt für mich in der Konsequenz, dass ich mit niemandem mehr spreche, der nicht exakt meine
Wörter, die ich spreche, auch spricht. Es geht einfach nicht. Ich würde jederzeit, und wenn es noch so unangenehm ist, auch vielleicht sogar mit dem Habeck sprechen oder mit, ja, weiß ich nicht, Pistolerius oder Scholz oder wem auch immer. Man muss sich in solche Diskussionen hineinbegeben, weil die Alternative ist dann eben, dass man sich komplett in so eine Sackgasse hineinrennt und ständig nur noch nach Dingen sucht, die man ausschließen, verhindern und verbieten und aus seinem Gesichtskreis entfernen muss. Ja, und wenn man das jetzt mal vielleicht mit einer kleinen Ironie, dann würde ich sagen, dass das eigentlich bedeutet, woke zu sein. Ich nehme es aber nicht für mich in Anspruch. Mir ist es ehrlich gesagt auch vollkommen egal, ob mich jemand als woke oder anti-woke, oder inzwischen habe ich sogar gelernt, damit zu leben, dass Leute sagen, du bist rechts, oder das sind alles nur Etiketten, die uns nicht von einem Gespräch abhalten sollten, sondern bei denen man vielleicht öfters mal drüber nachdenken sollte, was sie eigentlich bedeuten und mit welcher Absicht sie geäußert werden. Das ist das Einzige, was mich daran eigentlich interessiert. So, genug zur Woche. Jetzt mag ich baden. Ein kleiner Nachtrag, weil ich was sehr Wichtiges vergessen habe, was möglicherweise die eigentliche Gefahr ist an diesem Fanatismus, der sich entwickelt, wenn man auf immer kleinere Mikroaggressionen oder mikroskopische Anzeichen für Diskriminierung und Abweichung oder so achtet, dann schleicht sich nämlich gleichzeitig auch das Gegenteil ein. Also dann kann es zum Beispiel passieren, dass man auf feinste Anzeichen von, sagen wir mal, Altersdiskriminierung stößt und sich dann darüber wahnsinnig echauffieren kann, jemand sagt, faltig, runzlig oder keine Ahnung, das ist jetzt ein konstruiertes Beispiel. Und gleichzeitig kann man aber zuschauen, wie im Fernsehen gezeigt wird, dass die Polizei irgendwie Rentner auf der Straße, die mit der Kerze da spazieren gehen, verprügelt und misshandelt. Und wenn man darauf hingewiesen wird, also man merkt das gar nicht, was hier stattfindet. Und wenn man darauf hingewiesen wird, dann sagt man, ja, aber das ist ja nicht, weil die alt sind, sondern das sind ja Querdenker und Corona-Leugner. Und da ist es dann gerechtfertigt, dass man die diskriminiert. Und dann kriegt man es auch fertig, dass man sich über ein winziges, möglicherweise falsches Wort erregt, aber gleichzeitig ein Viertel der gesamten Gesellschaft für Untermenschen hält. Und hier ist, denke ich, eine Quelle für eine neue Form dann von Rassismus, dass man sagt, naja, gut, Russen muss man töten, weil das sind ja keine Menschen. Und Corona-Leugner muss man aus der Gesellschaft rausschmeißen, weil die sind ja Corona-Leugner. Oder man sieht dann, dass eben ein Viertel der gesamten Gesellschaft nicht in Kneipen und andere Dinge mehr hinein darf, weil da 2G steht. Und man merkt gar nicht, was für eine Diskriminierung da stattfindet. Und wenn man es merkt, dann rechtfertigt man das mit Bezug eben auf Dinge, über die man weder genau nachgedacht hat, noch die verstanden hat oder durchdrungen begriffen, sondern die man einfach so übernimmt und sagt, die sind nicht lebenswert oder die dürfen das halt nicht und deshalb muss man die diskriminieren, wenn sie das tun. Das ist möglicherweise das eigentlich Gefährliche an dieser psychischen Entwicklung. Vorsicht.